Willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Wir spielen heute wieder eine Deathrun Map in Fortnite und eine Map, auf der es wieder XP gibt, nicht die Welt, aber immerhin was. Und damit kann man auch im Battle Pass wieder aufsteigen. Darauf erstmal einen Schluck Kaffee. Und ihr seht, da oben steht Parkour Pandora Death Run. Ich muss sagen, ich habe die Map ja schon gespielt. Die passt sehr gut zum Eivor oder zum Basim Skin aus Assassin's Creed Valhalla oder irgendeinem anderen Assassin's Creed Teil. Abwechslungsreich. Nicht immer das ein und selbe. Und vor allem bunt und verschiedene Biome bzw. Regionen. Einfach nur geil. Und man kriegt wieder XP. Und ich würde sagen, genau hier oben startet man ja auch. Wir starten das Spiel. Und ich nehme euch mit in diese Map. So. Wenn ihr diese Dinge einsammelt, gibt es natürlich jedes Mal XP. Es ist nicht viel, es ist mal ein XP. Zum Anfang des Starts gibt es natürlich ein bisschen mehr. Aber gut. So, ich weiß tatsächlich gar nicht, wie viele von diesen Boppeln man hier suchen muss, weil ihr seht es oben bei Platzierung 1, ich habe es schon mal gespielt. Ich spiele die Maps vorher immer einmal, bevor ich sie entweder auf YouTube bringe, in der... Ja, ich sag so wie es ist, ich spiele die Maps einmal vorher, damit ich sehe, lohnt sich das auf YouTube zu bringen oder lohnt sich es nicht. Weil ich nicht 10 Minuten an ein und demselben Level tatsächlich feststecken möchte. So, die hier oben hatte ich das letzte Mal übersehen. Und jede Map, die ich bis jetzt bringe, die lohnt sich. Denn es gibt bei jeder Map immer XP für den Battle Pass. Damit man nicht immer nur kämpfen muss. Kann man auch mal so seinen Spaß haben. So, Speed ist hier tatsächlich aktiviert, also Sprint, ne? So, hier haben wir jetzt alles. Jo, dann geht's weiter, würde ich sagen. Immer wieder schön XP dabei farmen. Total einfach und chillig. Und die werden dem Battle Pass gut geschrieben. Hier lang war's, genau. Oh nein. Ich hab's geschafft. Oh, auf Anhieb geschafft. Da bin ich sonst immer ein paar Mal verreckt. Wow. Dafür schaffe ich den einfachsten Sprung hier nicht auf der Map. So. Mitnehmen. Ein XP ist ein XP. Hey. Ey, boah. Da. Da sind wir auch schon oben. Und weiter geht's. Ich weiß nicht, warum ich immer hier lang renne und dann bei der Bombe rauskomme. Irgendwie... Ja. Jo, easy geschafft. Hier sind wir auch oben. Weiter geht's. Und dieses eine Ding dort. Ich weiß nicht, wie man an das kommt. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie man da rankommt. Miau. Ja. Hier lang. Hier einmal kurz sprinten, dann schafft man das. Oh, shit. Ja, da, Bounce Pad. Scheiße, ich hab die falsche Taste gedrückt. Süßchen. Und wir fahren einmal die Brücke aus. Und ihr seht, das ist abwechslungsreich. Hinten fliegen Helikopter rum. Es ist komplett abwechslungsreich. Und ich feiere diese Map. Das ist wirklich
wo ich sage, hier könnt ihr den Creator wirklich mal unterstützen, ne? Denn ich feiere diese abwechslungsreichen Map. Ja, sieht man doch auch hier irgendwo, oder? Den Creator? Nein? Willst du nicht? Okay, schade. Ich werde mich dann mal, also Mapcode ist wie immer in der Videobeschreibung. Aber ich werde euch auf jeden Fall den Creator-Namen auch mit zum Mapcode dazu schreiben. Den könnt ihr wirklich mal unterstützen. Denn das ist eine Map, wo ich sage, da lohnt sich es mal, ja, auch bei Fortnite einfach mal zu sagen, yo, ich unterstütze ihn und trage seinen Namen mal ein. Und ich hoffe, dieser Creator macht noch mehr Maps. Ich feiere das. Ich feiere solche Maps. Einfach komplett alles individuell gestaltet und per Hand sogar. Jo, und hier kommen wir nämlich jetzt in den nächsten Abschnitt. Und ich sage ja, das passt zum Skin von Assassin's Creed. Es ist abwechslungsreich. Und diese Map macht einfach nur Spaß. Auch wenn sie nicht viel XP bringt, aber da sind mir tatsächlich auch mal die XP egal. Mir geht es einfach nur darum, Spaß an der Map zu haben. Und was ihr bis jetzt gesehen habt, war auf jeden Fall noch nicht alles. Das kann ich euch versprechen. Wenn ich hier so einen Unterstützungsbutton sehe, ich lasse meine Unterstützung für den Creator da. Vielleicht schreibe ich ihm auch mal auf TikTok. Ach, nicht TikTok, auf Twitter. Dass er gerne mal noch mehr solche Maps machen kann. Und vielleicht habe ich ja mal das Glück und ich kriege eine Map. Einen Mapcode zugeschickt. Wo ich spielen darf, für euch, mit euch, wie auch immer. Und das, da hätte ich springen müssen. Und ja, mal schauen. Weil ich feiere solche Maps einfach. Das ist, die so eine Maps sind geil, als wie immer nur diese 1x1x1 Räume. Und am Ende ist es halt immer wirklich das ein und selbe. Springen, rennen. Das macht ja keinen Spaß mehr irgendwann. Und ich denke mal, diese Map wird vielen gefallen. Und nicht zu vergessen, es gibt wieder gratis XP für den Battle Pass. So, ich glaube, da oben war keine. Sprung tatsächlich geschafft. Holy Macaroni. So. Einmal hier hoch. Also ihr seht es wirklich, die Abwechslung. Baba, also. Und das war immer noch nicht alles von der Map. Da, hier kommt noch einiges auf euch zu, was ich euch zeigen werde. Jetzt muss ich gerade selber gucken, hier ging es weiter. So. Nein. Schade, ich dachte, ich schaff's. Oh Mann. Hat auch einen Schluck, habe ich. Aber jetzt, geschafft. Geschafft. Und ihr seht hier bewegliche Teile, das ist richtig geil. Und er hat hier tatsächlich die ganze Kreativmap ausgenutzt. Und, boah, wie gesagt, ich feiere das eigentlich. So, ach, auf TikTok ist er auch. Schau an, Instagram, Twitter, YouTube. Also, lohnt sich. Schaut da gerne mal bei ihm vorbei. Also bei dem Creator könnt ihr wirklich unterstützen. So. So, hier muss man nicht unbedingt hoch. Man kann sich auch hochziehen. Wie ich gerade.
Und jetzt kommen wir nämlich zum nächsten Abschnitt. Grünfläche. Einfach nur geil. So, hier am besten immer hier dagegen springen, weil dann bleibt ihr auch hier oben drauf. Ansonsten, ja, rutscht ihr runter und sterbt. Und hier, das meine ich, das passt halt richtig gut zur Assassin's Creed Reihe, auch zu Valhalla. Springen, klettern und alles so, ja, ist, wie soll ich sagen, es ist einfach geil. Ich kann mich hier nicht satt sehen. Hier, Creator Code. Ja, da ist der Name. Bojok. Unterstützt den Creator. Jetzt. Dafür, dass ihr gratis XP bekommt auf dieser Map, die Abwechslung bietet, die geil ist die Map und. Könnt ihr alle ihn ruhig mal unterstützen? Ich mach das auch. So, und Ike wird wieder das Glück haben, der wird hier irgendwo runterfallen. Oder? Nein, ich hab's geschafft. GG an mich. Hier, das meine ich mit Abwechslung. Einfach nur pure Abwechslung, die es hier gibt. So viel Ideenreichtum muss man erstmal haben als Creator. Andere machen einfach nur Räume und da rennen, springen, pipapu. Und hier hast du halt wirklich so die Abwechslung en masse. Ich feier sowas. Wollen wir das skippen? Nö. Denn wir schaffen das. So, da hoch. Okay, ich wollte das eigentlich sehen. Oh, Schwein gehabt. So, und den da drüben lassen wir uns auch nicht entgehen. XP sind XP. Jo, einmal hoch. So. Und einmal wieder runter. Und einmal wieder hoch. Ich schaffe es. Doppelsprung. Yeah. So, den da drüben lassen wir uns nicht entgehen. XP sind XP. Genauso wie hier. Und hier. So, bevor wir jetzt aber da hochspringen, wir aktivieren ganz kurz den Knopf und haben jetzt nur eine gewisse Zeit übrig, um ja, hier durchzukommen. Ansonsten bleibt das verschlossen. Beziehungsweise ihr müsst es dann immer wieder aufs Neue öffnen. So. Einmal hier hoch. Ich war das nicht. Dann machen wir es halt so mit Anlauf. So, hier ist der Helikopter. Und wenn ihr dachtet, das war's schon, habt euch geschnitten. Es geht in den nächsten Abschnitt. Darum erstmal einen Schluck Kaffee. Ah, lecker. So, dann geht's weiter, würde ich sagen.
Schaut's euch an. Abwechslung pur. Abwechslung ohne Ende. Schön bunt, nicht eintönig. Einfach nur geil. Und die XP rendieren sich auch tatsächlich. So, hier muss man natürlich aufpassen, dass man nicht zu weit slidet. Ich habe jetzt tatsächlich nie nachgeguckt, seitdem ich die Map spiele, ob es hier oben noch so ein verstecktes Ding gibt. Nö. Na dann. Schön Anlauf nehmen. Oh. Hui, war das knapp. So. Da nehme ich vorsichtshalber auch mal Anlauf. Und da nehmen wir auch Anlauf. Und schaut, ich habe wieder XP gut geschrieben bekommen. Nicht viel, aber es lohnt sich. Aber mir macht auch... Hier sind mir tatsächlich wirklich die XP kack egal. Ich will hier einfach nur mein... nein, scheiße. mein Spaß an der Map haben. Ich will hier nur meinen Spaß haben. Ich will hier spielen, ich will hier springen, ich will hier überleben. Da oben sind die nächsten beweglichen Teile. Hier sind bewegliche Teile. Einfach nur geil. Abwechslung pur. Ich kann es nur immer wieder sagen. Geht in die Videobeschreibung. Holt euch den Map-Code bei mir in der Videobeschreibung und spielt die Map selber. Aber gebt dem Video natürlich auch gerne mal einen Daumen nach oben. Der ist wichtig für den YouTube-Algorithmus. Lasst mir auch gerne mal Kommentare da, wenn ihr Maps für mich habt. Ich gucke mir die dann an und schaue, ob sie sich lohnt, für mich zu spielen oder nicht. Da hoch. Nein. Hä? Da hoch. Und wenn sich eine Map lohnt, von mir gespielt zu werden, ich weiß, ich habe hohe Ansprüche, ich bin kein überkrasser YouTuber mit zig 100.000 Abo... Nein! Mit zig 100.000 Abonnenten. Aber demnach bin ich auch nicht so viel, ja, es ist mir eigentlich auch egal, was es für eine Map ist. Ich spiele sie an, teste sie und gucke, ja, es lohnt sich oder lohnt sich nicht. Jeder hat Ansprüche. Aber ich bin nicht so arrogant und weise jeden ab, um mir das selber rauszusuchen. Wenn ihr Map-Codes habt, oh, das schaffen wir noch, schaffen wir noch, schaffen wir noch, schreibt es mir in die Videokommentare. So. First Try geschafft, sonst bin ich da mal runtergeplumpst. Ja. So. Da juckt's Näsle. Süßchen und hier sind wir am Ende. GG, 5400 extra XP erhalten. Ich habe fast das Level abgeknackt. Und yo, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Ich unterstütze jetzt noch den Creator. Denn mir gefällt die Map. Die ist geil. Und ja, lasst Kommentare da. Schreibt mir Map kurz auf. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag. Und bye bye.